Hi. Bevor das eigentliche Video beginnt, möchte ich euch mal sagen, dass ich einen richtig tollen Server gefunden habe, oder der Server ist zu mir gekommen, wenn man so will. Und zwar Redstone World. Ist hauptsächlich deutschsprachig. Da bin ich jetzt auch manchmal drauf. Und wer so als Tutor darum laufen und Leuten was über Redstone oder allgemein Chips, Prozessoren, Mikrocontroller, alles möglichen Zeug, Assembler, was auch immer beibringen. Und die Leute darauf sind auch, wie ich es erfahren habe, relativ nett und offen. Es ist nicht so, dass man da irgendwie 20.000 Regeln durchlesen muss. Der Server ist komplett unabhängig von mir, also ich will hier keine Werbung machen. Ich sage das nur, weil mir der Server hier... Also es ist natürlich Werbung, aber ich sage das nur, weil der Server mir gefällt. Weil die Idee mir gefällt. Leider sind die noch ziemlich unbekannt, aber für das, was für eine Qualität die haben, wie die mit den Leuten umgehen, finde ich, dass sie sich echt ein paar mehr Besucher verdient haben. Ihr könnt gerne mal in die Beschreibung schauen, da ist die IP verlinkt. Ja, die Bilder im Hintergrund gerade eben waren auch vom Server. Also könnt ihr mal raufschauen. Hallo, liebe Minecraft-Affen, und willkommen zu einem neuen Video, das gleichzeitig der Start einer zweiten parallelen Serie ist. Und zwar möchte ich vorab noch ein paar Infos geben, und zwar zum Contest. Der ist fertig. Die Maps sind ausgewertet, also nicht nur die Maps, die ganzen Projekte sind ausgewertet. Die Sieger stehen fest. Problem, ich habe noch keine Preise, deswegen geduldet euch bitte noch ein bisschen, bis ich die Preise allein gesammelt habe. Ich bin nämlich nicht erwerbstüchtig oder sowas, also ich verdiene noch kein Geld und deswegen muss ich mich da eben auf andere Einnahmequellen stützen, mehr oder weniger. Ja, in diesem Video soll es darum gehen, wie man einen 4-Bit-Prozessor, und ja, es gab 4-Bit-Prozessoren, vergleiche Intel 4004, in Logisim baut. Ich habe nämlich Tutorials gemacht, wie man das in Minecraft baut, aber Minecraft ist natürlich in seinen Möglichkeiten ziemlich beschränkt, deswegen wird das Ganze jetzt auch mal auf Logisim ausgelagert. Ein kleiner 4-Bit-Prozessor wird ein paar schöne Extras haben. Ihr werdet einige Prinzipien erfahren. Zum Beispiel High-Low-Register, wie man Sprungbedingungen richtig umsetzt, den Gebrauch eines Flag-Registers. Befehlsbus, wir werden das Ganze nach der Harvard-Architektur bauen, wegen der Einfachheit. Ich werde auch noch weitere Tutorials liefern, je weiter die Serie geht. Ich werde neue Dinge anfangen, und zwar auch so Sachen mit aus dem Arbeitsspeicher heraus operieren. Also wie ihr sicher wisst, euer Computer arbeitet ja nicht mit getrennten Daten- und Codespeicher, sondern der hat einen schönen Arbeitsspeicher und da steht alles schön geordnet drin. Für die Interessierten, die können sich gleich mal mit dem 8086 beschäftigen. Der ist relativ simpel gehalten von den Befehlen, ist auch noch relativ nützlich, weil er der Ursprung des x86-Befehlsatzes ist, glaube ich, müsste er sein, doch. Und der verwendet eben Segment- und Offset-Adressierung, was zum Beispiel auch ziemlich nutzvoll für aus dem Arbeitsspeicher raus operieren ist, für mehr oder weniger Pipelining. Darum soll es aber jetzt nicht gehen. Und zwar fangen wir direkt an. Wir nennen diese CPU MM4001. Das MM steht für Minecraft Monkeys, weil wir diese CPU bauen, und das 4 steht für 4-Bit und die 0 ist ein Platzhalter und 01 bedeutet, dass es die erste ist. Die erste 4-Bit-Revision von MM, was auch immer. Hier seht ihr den Befehlsbus. Den kann man sich jetzt mal... Also eigentlich solltet ihr es wissen, wenn ihr die Minecraft-Serie gesehen habt. Wenn nicht, ein Link ist in der Beschreibung zum Start der Serie. Ich setze ein paar Dinge voraus, also erwartet nicht, dass ich alles komplett von Anfang an abkläre. Aber zuallererst mal. Hier. Hier haben wir diesen Befehlsbus. Wir haben hier Bits, und zwar, wir fangen von rechts an zu zählen. Das heißt, das hier ist der 0. Bit, das hier ist der erste, das hier ist der zweite, der dritte, der vierte, fünfte, sechste und siebte. Wenn man von 0 anfängt zu zählen, sind 8 Bits 0 bis 7. So, schauen wir mal in Logisim rein. Da haben wir jetzt diese 8 Dinger. Ich hoffe, das sind noch 8. Jo. Und zwar fangen wir an. Das hier ist der erste, der siebte, der sechste, der fünfte, der vierte, der dritte, zweite, der erste und der 0. Bit. Und je nachdem, welches Bitmuster auf den Befehlsbus der CPU gelegt wird, das kann aus einem Programmspeicher kommen oder wir können es direkt eingeben, je nachdem wird in der CPU irgendwas gemacht, außer bei einem 0000000, da ist es eine No Operation, da macht die CPU gar nichts. Das ist bei mir des Öfteren so, ich glaube im x86 ist eine No Operation hexadezimal 90, also das sind dann schon Bits gesetzt. Bei mir bedeutet kein Bit gesetzt auch keine Operation. Also hier in dem Beispiel jetzt. Was soll der Prozessor können? Jop, simple Registerverwaltung von 4 Registern, Einsatz von High und Low.
eine kleine knackige ALU, den Umgang mit Akkumulatoren, Eingabe und Ausgabe natürlich, bedingte und unbedingte Sprünge und Arbeitsspeicher von 256 Bytes. Mit 4 Bit ist es doch schon eine ganze Menge. Und da kommt dann eben diese High- und Low-Technik zur Verfügung. Werde ich alles noch erklären. Kommt die High- und Low-Technik zum Einsatz, werde ich aber alles noch erklären. Jetzt geht es erstmal um den Befehlsbus. Je nachdem, welche Bits hier stehen, und die kann man gedanklich super aufteilen, und zwar können wir Bit 0 und 1 aufteilen und nennen diese einfach mal E. Ne, ich habe oben angefangen, ne? Stimmt, ich habe hier angefangen. Das ist 7 und 6, 7 und 6. Da brauchen wir aber 7, 6, 5 und 4. Und diese 4 Bits stellen den Befehl dar, den Opcode. Sprich, diese 4 Bits definieren jetzt ungefähr so grob, meistens ganz genau, aber im Fall der ALU oder sowas definieren die jetzt grob, was gemacht werden soll. Zum Beispiel wäre 7 auf 0, 6 auf 0, 5 auf 0, 4 auf 1 der Befehl Move, also Register untereinander verschieben. Da gibt es dann in der CPU schöne Decoder-Einheiten und die sagen, aha, da kommt eine 0001 rein, das bedeutet Move, sprich wir aktivieren die Register, und anhand der Parameter, die hier noch übermittelt werden, kennt man vielleicht aus Programmiersprachen, hier sind es halt andere Parameter, und zwar Bits, entscheiden wir dann zum Beispiel, welches Register wir wohin verschieben. Welche Register gibt's? Wenn ich zu schnell bin, sagt es mir in den Kommentaren. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge oder sowas für die CPU habt, könnt ihr das selbstverständlich auch in den Kommentaren sagen. Es gibt 4 Standardregister. Und zwar den A, den Akkumulator. Das ist das Zielregister, wenn wir irgendwas mit der ALU machen. Dann gibt es noch das Datenregister. Den Pointer Low und den Pointer High. Sind 2x4 Bit-Register, die zusammen eine 8-Bit-Zahl ergeben, die wir dann an den Arbeitsspeicher als Adresse senden können, zum Beispiel. Ja, welche Spezialregister kommen zum Einsatz? Ein Flag-Register. Dazu werde ich auch eine eigene Episode machen oder werde es in eine andere einbinden, jedenfalls noch nicht jetzt. Ein Program-Counter und ein Stack-Pointer. Ein Program-Counter ist 8-Bit groß, aber in den können wir nicht, auslesen und da können wir nicht reinschreiben, außer bei Sprüngen. Wenn wir springen, in dem Programm, das dann darauf läuft, dann entweder bedingt oder unbedingt, das kommt jetzt nicht drauf an, wenn der Sprung passiert, dann wird ein neuer Wert in den Program-Counter geladen, sprich, er liest andere Befehle aus, er inkrementiert sich nicht mehr einfach, sondern bekommt einen komplett neuen Wert, von dem man dann arbeiten muss, also er arbeitet an einer komplett anderen Stelle im Programm weiter, sowas, so könnte man if und else strukturieren, einführen. Der Grund, warum ich so schnell rede, ist nicht, weil ich es eilig habe, sondern weil meine Festplatte ziemlich dicht ist und ich die Partition leider nur 50 Gig groß gemacht habe. Leider liegt das Aufnahmeprogramm da drauf und deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Muss ja irgendwo zwischengespeichert werden. Ich habe zwar andere Festplatte angegeben, aber meint das Programm anscheinend nicht. Jedenfalls. Diese Register hier werden zum Beispiel beim Move durch E1 und E2 angegeben. Sprich, wenn wir hier 0001 haben, was bei uns jetzt mal Move war, also dass das hier gerade mal so steht, dann sagen wir der CPU MOV, also Move, verschiebe Register. Und dann kommen die anderen 2 Bits auf dem Befehlsbus zum Einsatz. Wohin und von wo? Drain und Source. Sprich, 00 wäre Akku und 01 wäre D. Sprich, der Assembler-Befehl Move A, D wäre das hier. Wenn wir das jetzt zusammenrücken, ergibt sich ein Bild auf dem Befehlsbus und diese 8-Bit-Folge, diese 8 Bits hier ergeben, auf dem Befehlsbus jetzt mal so dargestellt, glaube ich, ergeben MOV AD. Hier. Und zwar so. So generell zu der Sache mit dem Befehlsbus. Welche Befehle haben wir? Da werden wir mal hier unten schauen. Das ergibt, wenn wir 4-Bit Opcode haben, können wir maximal 16 Befehle damit eröffnen, mehr oder weniger.
Wenn wir aber jetzt mal sagen, dass wir nicht jeden einzelnen ALU-Befehl wie addiere, subtrahiere und sowas durch den Opcode angeben wollen, sondern wir sagen einfach, okay, bei der ALU nehmen wir keine Register hier, sondern verrechnen immer zwei feste Register miteinander, also wir verrechnen immer in den Akkumulator vom Datenregister, also addiere oder subtrahiere A, D im Assembler, dann bleiben uns diese vier Bits offen. Sprich, wir können einfach sagen, dass zum Beispiel 0101 hier am Opcode die ALU einfach nur aktiviert, und ob wir jetzt add, and, or, nor, CTH oder sowas machen, definieren wir erst durch diese beiden, Bitgruppen, durch diese vier Bit. Vorteil ist, wir können natürlich die ALU-Befehle auslagern und müssen den Opcode damit nicht belasten. Nachteil ist, dass wir feste Register nehmen müssen. Eine Option wäre, wenn ihr in eurer CPU, ihr müsst ja nicht 1:1 nachbauen, das nicht haben wollt, könnt ihr einfach den Opcode vergrößern. Sprich, ihr könnt zum Beispiel noch, wie ich das gerne mache, einfach mal 4 Bits einfügen und diese ARG oder sowas nennen, Argument, was auch immer, oder Befehlsdefinition oder Opcode 2 oder sowas. Dann könnt ihr hier ALU sagen, addiere und dann nochmal die Register angeben. Der Einfachheit halber lasse ich den Befehlsbus jetzt aber mal 8 Bit groß und wir verrechnen bei ALU zum Beispiel immer A und D. Sprich, im Assembler müssen wir dann gar nicht erst angeben, dass welche Register wir verrechnen wollen, sondern wir können einfach schreiben add oder or oder NAND oder CTH, wie gesagt. Wobei wir CTH gar nicht haben werden, count high. Ja, diese Befehle hier haben wir alle. Alle in Klammern werden erst durch E1 und E2 definiert, mehr oder weniger. Werden erst durch E1 und E2 klar. Wir schreiben aber jetzt nicht im Assembler, wie gesagt, ALU add, also wir schreiben nicht ALU add, sondern wir werden im Assembler einfach nur add schreiben und der Assembler wird dann merken, aha, add ist ein arithmetisch, also ist ein Befehl, der zu ALU gehört, deswegen setze ich den Opcode sowieso auf ALU. Nochmal hierzu. MOV verschiebt Register. INA initialisiert den Akkumulator. Das ist unsere einzigste Möglichkeit, Zahlen, Festzahlen in die CPU zu bekommen. STO schiebt einen Wert in den Arbeitsspeicher. LOD lädt einen Wert. Daten. Also der Arbeitsspeicher hält nur Daten. LOD lädt aus dem Arbeitsspeicher. Der Arbeitsspeicher wird durch Pointer Low und Pointer High adressiert. ALU aktiviert die ALU, wird aber erst durch E1 und E2 klar. Jump if true und jump if false komme ich noch zu, wenn ich was zum Flag-Register sage. Macht das allerselbe. Push schiebt den Wert auf den 16 Byte großen Stack. Pop lädt einen Wert darunter. Tack für Take kopiert einen Wert am, also kopiert den anliegenden Wert am Keyboard-Buffer, sprich wir werden eine Tastatur haben und können da lesen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, die Tastatur ist 7 Bit groß in Logisim, also ASCII sind 7 Bit breit. Deswegen wird es bei Tack einen Spezialpuffer geben, der 7 Bit groß ist, wo wir dann diese eingegebenen Zeichen einlesen können. Wo wir die an der Tastatur stehenden Zeichen am Puffer einlesen können. PRN gibt Register aus. Wir haben nur 4-Bit-Register und ASCII braucht 7-Bit, deswegen müssen wir zwei Register angeben, auch wieder High und Low. Clear Screen löscht den Bildschirm. HLT stoppt die CPU, sprich der Takt darf nicht mehr in die CPU rein. TRP heißt Trap, setzt, also toggelt den Einzelschrittmodus. Wir takten die CPU mal auf 512 Hertz und wollen sie debuggen. Dann geben wir einfach als ersten Befehl in unserem Programm Trap ein. Dann müssen wir die CPU manuell takten. Sprich, wir hauen auf irgendeinen Button und dann wird einmal getaktet. Und die CPU arbeitet das Programm nicht automatisch ab. Und RES resettet die CPU. Da wird es auch noch einen Button für geben. Dann unten drunter habe ich nochmal die Beschreibung aufgelistet. Ihr könnt euch dieses tutorial.txt runterladen. Move, verschiebt Register, habe ich gesagt. Hier nochmal zu ALU. Da wird nochmal klar, dass wir E1 und E2 nutzen, um die Befehle klar zu machen. Add addiert zwei Zahlen, A plus D, A plus gleich D, Sub A minus gleich D, Inc A plus plus, Deck A minus minus, Compare, also vergleiche A mit D und
Werde ich auch noch was zu sagen, wenn es zu den Flags kommt, weil die davon abhängen. Not invertiert den Akkumulator. AND ist eine bitwise logische Verknüpfung, also bitwise logisches AND zwischen A und D. NAND bitwise logisches NAND. OR bitwise logisches NOR. OR NOR bitwise logisches NOR. XOR bitwise logisches XOR. XNOR XNOR bitwise logisches XNOR. Shift links shiftet A so oft nach links wie D es sagt. Shift rechts shiftet A nach rechts so oft wie D es sagt. ROL roll rotate left rotiert A nach links so oft wie D es sagt. Und ROR ROR rotate right rotiert A nach rechts so oft wie D es sagt. Roll rotiert nach links. Flag Register will ich jetzt noch nicht machen. Push die Wert auf Stack, Pop holt Wert vom Stack. Tag kopiert einen Wert am Keyboard Buffer. Print gibt Register aus. Müssen wir zwei Register angeben. Clear Screen halt aka Stopp, Trap Einzelschrittmodus und Res zurücksetzen. Da wir noch ein bisschen Zeit haben, werde ich nochmal kurz alles im Schnelldurchlauf übergehen und dann werde ich euch schon mal High und Low erklären. Wir haben einen Befehlsbus, der kommt aus irgendeiner zufälligen Befehlsquelle, nicht zufällig, aber aus irgendeiner ROM, aus einem Programmspeicher, der bei uns vom Datenspeicher getrennt sein wird. Und der sagt der CPU, was sie machen soll. So läuft das. In echt ist es ziemlich anders, also das Prinzip ist dasselbe, nur wo die Sachen herkommen und mit dem Pipelining und dem ganzen Zeugs, wovon ihr euch jetzt nicht verwirren lassen müsst, ist es noch ein Stückchen weit anders. Aber wir haben 8 Bit, die ersten 4 geben Opcode an und dann gibt es noch extra Bits, E1 und E2. Normalerweise geben diese beiden Dinger hier die Register an. Die sind folgendermaßen aufgelistet. 00A Akkumulator, Zielregister für ALU-Operation und Zielregister für den INA, für den Zahleninitialisierungsbefehl. 01D Datenregister, da kommen allerlei mögliche Sachen rein. Und das wird immer mit A verrechnet. PL Pointer Low und PH Pointer High. So, wir haben 256 Bytes an Arbeitsspeicher. Sprich, wir haben 8 Bit an Adressen. Wir haben aber nur 4 Bit Register. Was machen wir da? Wir nehmen einfach 2x4 Bit Register. Pointer Low und Pointer High. Und ich muss es austauschen, wenn ich es so darstellen will. Pointer High und Pointer Low. Und diese beiden Register legen wir auf zum Arbeitsspeicher hin auf einen gemeinsamen 8-Bit-Bus. Sprich, PH gibt die oberen 4 Bits an und PL die unteren 4 Bits. Also H, L. Wenn wir einen Trennstrich ziehen wollen, können wir das so machen. So kann man mit weniger Bits, als eigentlich verfügbar sind, mehr rausholen. Hat man früher auch gemacht, zum Beispiel im C64, der hatte 64 Kilobyte Arbeitsspeicher, aber war ein 8-Bit-Prozessor. Meines Wissens, korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte. Heieiei, ne? Jopp. Und so funktioniert in der Regel High und Low. Wenn ihr einen C-Compiler da habt, könnt ihr das mal ausprobieren. Es gibt zum Beispiel im x86 gibt es das A Low, das A High, das AX, A Low, A High jeweils 8 Bit, AX 16 Bit, EAX 32 Bit und RAX 64 Bit. Es ist auch ziemlich ähnlich aufgeteilt. Und es nützt einfach nur. Und man kann damit super doll Befehlsbus sparen. Wenn wir 8 Bit auf einmal initialisieren müssten, bräuchten wir hier auch irgendwie 8 Bits frei. Wenn wir High und Low nehmen, können wir auch, wir brauchen zwar zwei Takte dann für eine 8-Bit-Zahl, aber wir können den Befehlsbus knapper halten. Produktionskostensenkung, ja. Auch wenn ich dieses Teil nicht vorhabe, das zu realisieren, könnt ihr gerne machen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, haut rein. Ich weiß, ich habe schnell gesprochen, ich entschuldige mich dafür mal. Jedenfalls kommt mir das so vor. Haut die Fragen in die Beschreibung. Nee, das könnt ihr gar nicht. Haut die Frage in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht, wenn es ausführlicher sein soll. Ihr könnt auch gerne eine Videoantwort machen. Dieses Datenblatt hier werde ich hochladen. Lasst euch von Flag Register und sowas noch nicht verwirren. So viel dazu. Danke fürs Zusehen und das nächste Mal geht's los mit den Registern direkt. In Logisim. Wenn ihr Logisim noch gar nicht habt, sollte ich vielleicht noch sagen, ab in die Beschreibung gucken.
Da ist Logisim verlinkt. Das ist ein gratis Simulationstool. In der Beschreibung ist auch ein Video von mir verlinkt, wo ihr die Basics von Logisim kennenlernen sollt, wenn ihr euch überhaupt nicht mit Logisim auskennt. Das war's von mir. Viel Spaß beim Durchlesen des Datenblatts, das wahrscheinlich total interessant sein wird. Und in Folge 2 geht's mit den Registern los. Wenn ihr schon ein bisschen was davor wissen wolltet, könnt ihr nochmal in die Beschreibung schauen. Da ist noch ein Video drin, und zwar, wie wir die Register in etwa aufbauen werden. Dann werdet ihr beim nächsten Video nicht so viel zu tun haben und habt bis dahin schon was zu schauen. Entschuldigt alle Grammatikfehler, entschuldigt das Schnellsprechen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.